Das hier ist Pina, ein Staffordshire Terrier. Sieht eigentlich ganz lieb aus, aber vor kurzem hat so ein Hund zwei Menschen totgebissen. Und seitdem diskutiert ganz Deutschland über die Haltung sogenannter Kampfhunde und über einen einheitlichen Hundeführerschein. Wir haben den Besitzer eines Staffordshire Terriers mit 10 unbequemen Fragen konfrontiert. Und hier sind seine Antworten. Hat dein Hund schon mal gebissen? Sind sogenannte Kampfhunde von Geburt an gefährlich? Was sollte mit deinem Hund geschehen, wenn er einen Menschen tötet? Das ist eine gute Frage. Wir stellen Sie 10 Fragen an einen Kampfhundbesitzer, die uns unter den Nägeln brennen. Wir klingeln an der Tür von René. Der 32-Jährige lebt mit seiner Familie in einem kleinen Ort in Niedersachsen. Hündin Pina begrüßt unser Team. Sie ist ein Staffordshire Terrier und gehört damit zu einer der Rassen, die gerade überall als sogenannte Kampfhunde betitelt werden. Wie findet René das Wort Kampfhund? Theoretisch gar nicht so falsch, wenn man auf die ältere Generation von damals halt schaut. Da gab es noch wirklich Kampfhunde, beziehungsweise gibt es heute immer noch zu 95%. Aber die Hunde, die hier halt öffentlich rumlaufen, sind halt eigentlich doch schon Familienhunde, meist mit Kindern sogar. Da würde ich den Ausdruck eher weniger verwenden. Die offizielle Bezeichnung in Deutschland ist Listenhund. Ihre Haltung ist mit Auflagen belegt, die je nach Bundesland variieren. Mal Leinenzwang, mal Maulkorb oder ein Test, der dem Hund ein friedliches Wesen attestiert. René hat sich die Rasse bewusst ausgesucht. Schon seine Eltern hatten Pitbulls und Rottweiler. Der Drang so in die Richtung war halt schon früh da einfach, ne? Und naja, wenn man so einen Hund halt sieht, verliebt man sich halt, ne? Das ist halt leider so. Tatsächlich haben Hunde wie Pina bei uns ein schlechtes Image. In den USA dagegen gelten Staffordshire Terrier als Nanny Dogs, also als ausgesprochene Familienhunde. Pina ist seit 4 Jahren bei der Familie. René macht fast jeden Tag Fotos und hat sogar eine eigene Facebook-Seite für die Hündin. Hand aufs Herz, ist dein Hund sowas wie ein Statussymbol? Nein, er ist hübsch, er sieht gut aus. Klar, hat einen super Charakter, ich gehe gerne mit ihr raus. Und wenn Leute kommen und sagen, schöner Hund oder darf ich den anfassen? Klar, gerne, warum nicht? Sie macht ja nichts. Aber Statussymbol ist es nicht, nein. Aber bist schon stolz? Ja, klar, ist auch ein schöner Hund. Wir beobachten Pina in ihrer gewohnten Umgebung. Sie benimmt sich gut, ist aber auch sehr unruhig und einfach ein sehr starkes Tier. 27 Kilo bringt sie auf die Waage. Hat dich dein Hund eigentlich schon mal gebissen? Es gab mal eine kleine Rauferei mit einem anderen Hund. Ist aber nicht von ihr ausgegangen. Aber jetzt nichts Aggressives oder wo man sagt, instinktiv, dass sie sofort jemand angefallen hat oder so. Das ist auf gar keinen Fall. Auch wenn es bei René noch nicht vorkam, das Statistische Bundesamt zählt jährlich bis zu 8 Menschen, die infolge von Hundeattacken sterben. Wie viele tatsächlich durch sogenannte Kampfhunde, ist nicht erfasst. Experten sind sich aber einig, dass jeder Hund zur Gefahr werden kann, wenn ihn der Jagdtrieb packt oder er in Panik gerät. In den Statistiken tödlicher Bissattacken dominieren Pitbulls, Rottweiler und Schäferhunde. Die gelten aber gar nicht als Listenhunde. René lässt Pina mehrmals täglich in den Garten, damit die Hündin genug Auslauf hat. Er weiß, eine artgerechte Haltung ist wichtig für das Sozialverhalten der Tiere. Auch seine Jungs, 12, 5 und 4 Jahre alt, toben mit Pina. 2/3 der Bissopfer, die Ärzte behandeln, sind Kinder. Denn sie verunsichern die Tiere oft unwissentlich, wenn sie zum Beispiel unvermittelt losrennen oder den Hunden ihr Spielzeug streitig machen. Würdest du deine Kinder mit dem Hund alleine lassen? Da habe ich überhaupt nicht eine Sekunde Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Pina ist jetzt seit fast 4 Jahren bei uns, ist mit den Kindern immer aufgewachsen und kennt Noah zum Beispiel, unseren Jüngsten, seit klein auf, also wirklich seit Baby. Und doch, also ich habe da echt Vertrauen in ihr. Dennoch zeigen die aktuellen Ereignisse, Beißattacken passieren immer wieder. Wir konfrontieren René mit den Schlagzeilen der letzten Tage. Unsere Frage Nummer 5. Was geht in dir vor, wenn du so etwas liest? In erster Linie geht natürlich die Trauer an die Familie. Also das ist das Beileid einfach, das ist Menschenleben halt. Und
Naja, wer kann, mag sowas schon sich vorstellen eigentlich, so ausmalen? Das ist schon eine Situation, daran mag man auch gar nicht denken. Aber sollte René nicht darüber nachdenken? Kann man als Halter einer solchen Rasse blindes Vertrauen in seinen Hund haben? Wir stellen die Frage, die immer wieder diskutiert wird. Sind sogenannte Kampfhunde von Geburt an gefährlich? Nein. Also gar kein Hund, egal ob Kampfhund oder nicht. Das ist gar kein Hund von Geburt an gefährlich. Das ist wirklich nur die Erziehung. Das ist der Besitzer, der das macht, der halt die Macht hat, den Hund so zu machen, wie er halt ist. Aber halt gut sozialisiert ist oder halt ein Kampfhund ist. Laut Gesetz werden aber Hunde jetzt wie deine Pina als gefährlich eingestuft. Warum? Ich glaube, das ist die Einwirkung von vielen Medien, weil das einfach hoch gepusht wird. Es werden fast ausschließlich Listenhunde genommen für solche Artikel. Die stehen meistens dann natürlich im Vordergrund. Über andere Rassen wird halt eher selten irgendwas berichtet. Doch 2001 hat der Bundestag sogar ein Gesetz dazu verabschiedet, nachdem zwei Pitbulls den 6-jährigen Volkan getötet hatten. Das Gesetz teilt Hunderassen in gefährliche und ungefährliche ein und verbietet, die besonders gefährlichen nach Deutschland einzuführen. Nämlich Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier. Allerdings findet sich kein wissenschaftlicher Beweis, dass diese Rassen gefährlicher als andere sind. Außer der Rasse spielen Erziehung und Haltung eine Rolle. Auch ein kleiner Hund kann aggressiv sein und Menschen verletzen. Aber da große und starke Hunde körperlich in der Lage sind zu töten, belegt der Gesetzgeber ihre Anschaffung mit besonderen Auflagen. Zusätzlich zum Auslauf im Garten geht René zweimal am Tag mit Pina spazieren. Eine Hundeschule hat er nicht besucht, da er mit Hunden aufgewachsen ist. Er führt Pina immer an der Leine und nah bei sich. Pflicht ist es aber nicht. Unsere Frage Nummer 7. Warum bist du geeignet, so einen starken Hund zu halten? Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, ich werde der Rasse einfach gerecht. Ich glaube, ich kann ihr genug Auslastung bieten, gerade meinem Hund, weil ich weiß, was mein Hund braucht und was halt nicht. Ich glaube, dass ich dafür doch geeignet bin einfach. Man lernt seinen Hund ja kennen, man weiß, was er braucht. Man lernt die Eigenschaften des Hundes kennen. Ja. Was die Haltung bestimmter Hunde angeht, hat jedes Bundesland in Deutschland seine eigenen Gesetze. Einheitlich ist nur, dass die Haltung eines solchen Tieres erlaubnispflichtig ist. Die schärfsten Gesetze hat der Freistaat Bayern. Dort stehen 19 Hunderassen auf der Liste der gefährlichen Hunde. Pina dort zu halten, wäre verboten. René wohnt in Niedersachsen. Dort gibt es keine Listenhunde. Dafür ist es das einzige Bundesland, das einen Hundeführerschein für alle Rassen fordert. Derzeit machen sich immer mehr Stimmen breit, die diesen auch bundesweit zumindest für Listenhunde fordern. Wie sieht René das? Bräuchte man einen Listenhundführerschein? Ich glaube nicht, dass man speziell für solche Hunde einen Führerschein bräuchte. Das ist, die sind zwar wesensstark und ja, haben halt eine gewisse Herausforderung, haben halt einen Dickkopf, aber speziell dafür sollte es keinen Führerschein geben. Das reicht, wenn es für alle Hunde einen einheitlichen Führerschein gibt. Und ich glaube, damit wäre schon einigen Leuten mehr geholfen, als mit nur einer Rassenliste oder einem speziellen Führerschein dafür. Hunde wie Pina werden dennoch immer wieder als Kampfhunde betitelt, obwohl dieser Begriff eigentlich keine Rasse bezeichnet. Wie kam es überhaupt zu diesem Namen? Vor 300 Jahren kreuzten Menschen Bulldoggen mit Terriern für grausame Schaukämpfe. Die Hunde wurden abgerichtet und extra aggressiv gemacht, allerdings um in einer Arena gegen Bullen oder andere Hunde anzutreten. Auf Menschen wurden sie nicht scharf gemacht. Seither hält sich der Begriff Kampfhund. Unsere Frage Nummer 9. Nervt es dich, dass diese Hunde nach wie vor als Kampfhunde bezeichnet werden? Nun, man als Listenhundbesitzer ist irgendwie schon so ein bisschen sensibler, was das Thema angeht. Mir vom Prinzip her ist es egal, weil ich weiß ja, was mein Hund ist und was nicht. Teilweise ist es halt schon nervig, aber man kann halt schon damit umgehen. Der Hund, der kürzlich einen Säugling totgebissen hatte, wurde nach 2 Tagen eingeschläfert. Staffordshire Terrier Chico, der seine beiden Besitzer tötete,
wurde diese Woche nach einer langen Diskussion ebenfalls eingeschläfert. Deshalb unsere letzte Frage an René. Was sollte mit deinem Hund geschehen, wenn er einen Menschen tötet? Ja, eine ganz schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das gar nicht so beantworten, weil ich mir die Vorstellung überhaupt gar nicht geben mag, muss ich ehrlich sagen. Also klar ist, dass Menschenleben natürlich über das Hundeleben geht. Das ist halt einfach so. Aber ich könnte nicht sagen, was passieren sollte mit meinem Hund, wenn es passieren würde. Ich wüsste nicht, wie emotional ich reagieren würde auf das Geschehen dann. Kann ich nicht sagen. Trotz der tödlichen Attacken der letzten Wochen vertraut René Pina weiter. Auch wenn er weiß, dass sein Staffordshire Terrier theoretisch zubeißen könnte.